Der Sozi ist wieder mal da. Und zwar, vielleicht seht ihr es ganz links oben unter meiner Macht, unter Might, habe ich 1 Million Ruhmpunkte. Und diese muss ich natürlich loswerden. Es ist gekappt. Das heißt, alles, was ich mehr bekomme, verschwindet. Was habe ich jetzt für Möglichkeiten? Okay, ich könnte jetzt natürlich hier beim Heroes Altar einen Haufen kaufen. Allerdings würde, glaube ich, bei der ganzen Million nichts Gutes dabei rauskommen. So, eine Million klingt zwar viel, aber wenn man hier jetzt shoppen würde, ist das relativ wenig, weil ihr wisst, es erhöht sich immer um 100 und ab, sagen wir mal, 1500 ist es eigentlich schon zu teuer. Ich habe mir auch überlegt, so, was wollte ich sagen, ja, ich habe mir auch überlegt, eben mit der Million einen meiner Helden hochzutreiben. Aber das wird jetzt sicher nicht, oder doch, nein, wie viel fehlt mir? 19.000 von 500. Nein. Als nächstes werde ich, obwohl ich es eigentlich nicht wollte, Maltanica oder meinen Donnergott. Ich glaube, ich werde mal den Donnergott weiter treiben. Und zwar wollte ich ihn ja nicht mehr weiter leveln, also weil ich ihn ja auch sehr selten gespielt habe, aber ja, im Lost Realm braucht man ihn, oder was heißt braucht ihn, also es fällt einem leichter, wenn er im Team dabei ist. Und deshalb werde ich ihn jetzt mal, ich glaube, 7 von 9 mal schnell hochziehen. Schauen wir mal. Ja, jetzt habe ich noch immer 990.000, aber ich sehe, er ist ja kurz vorm Leveln. So, wie viel fehlt ihm? Oh, ein ganzer Haufen. Über 1 Million. Okay. Würde ich ihn raufbringen, 200.000 weg. Hätte ich aber noch immer irrsinnig viel Macht. Ja. Es ist wirklich die große Frage, ob ich jetzt nicht wirklich die Macht, weil es klingt jetzt viel, 1 Million, aber wenn die Helden mal über 160 sind, dann dauert es ewig, um sie weiter zu leveln. Und umso länger man braucht, um sie zu leveln, umso mehr sammelt man an. Und so, und ihr seht, hier erhöht sich's immer um 500, deshalb sage ich, ab 1500 ist eigentlich Ende im Gelände. So, also ich weiß es wirklich nicht, was ich damit machen soll. Also ich kann es euch zeigen, auch alle Helden darunter sind natürlich gecapped auf 120 bzw. auf 140, der Snowy. So, ich habe mir überlegt, dass ich eventuell den Champion weiterbringe, weil er auch nicht so verkehrt ist in der neuen Welt, oder meinen Atlantikor. Allerdings, ja, bin ich mir total unschlüssig und habe absolut keine Ahnung, was ich damit machen soll. So, auf alle Fälle, mein Team steht. Ich würde gern mal die Challenge weiter probieren, und zwar bei Q2 haben wir das letzte Mal aufgehört.
Und wir versuchen es mal und gucken, was passiert. Okay. Zum Glück sind. Oh, okay, der Schnitter läuft außen rum. Das ist nicht gut. Deshalb. Ja. Ich glaube, der Schnitter wird jetzt mein ganzes Team vernichten. Also es, wir bekommen jetzt eine Haufen Heilung rein. Ja. Aus irgendeinem Grund ist jetzt der Schnitter gestorben. Und das liegt an irgendeinem Zweittalent von einem meiner Helden oder am ersten Talent vom Arias. Ja, ich glaube eher, das war der Arias. Okay. Der Androide. Ihr seht, die Base könnte besser ausschauen. Schon beim ersten, bei der ersten Welle ist schon ein Turm weg. Das glaube ich, passt nicht. Ich weiß, ich sollte die Base umbauen, aber ich habe absolut keine Zeit dafür gehabt. Und ich hoffe wirklich, dass es trotzdem irgendwie funktionieren könnte. So, was ist da los? Okay. So. Ja, und hier setzt mir andauernd der, nicht der Druide, sondern der Donnergott, setzt mir total zu. Und auch der scheiß Atlantik war. So, ihr seht, so funktioniert es nicht. Okay. Aries raus. Ich glaube, das habe ich schon das letzte Mal versucht. Aber ich versuch's nochmal. Ich weiß, wir haben gerade über was anderes geredet, aber ich bin mir total nicht sicher, was ich mit meiner knappen Million an Ruhmpunkten machen soll. Und deshalb versuchen wir hier mal den einen oder anderen Try. Ihr könnt mir gerne schreiben, was ihr mit dieser Million machen würdet. Und eure Vorschläge zum Besten geben, würde ich mich wirklich freuen. Aber wie gesagt, ich hänge wirklich fest und das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass ich auf der Million gekappt bin. Ich habe auch ein paar niedrige Helden weiter gelevelt. Einfach weil alles schon am Ende war. Ja, und das ist eigentlich toll, wenn man eine Million hat, aber es ist scheiße, wenn man nicht weiß, was man damit macht. So, okay, der Mino ist schon tot. Also war er offensichtlich nicht die richtige Wahl. Also am liebsten hätte ich noch einen Vlad, um einfach die Massen an Truppen mit dem Immo zusammen wirklich, wirklich schnell wegzuputzen. Und jetzt fällt mir natürlich ein, was ich machen könnte. Ich könnte jetzt, glaube ich, 10-mal rollen. Eventuell bekomme ich einen Helden, den ich brauche. Dann könnte ich auch so vielleicht 500, ich habe einen Haufen Bücher, eventuell 500 Rundpunkte aufbrauchen. Ja, okay. Und ihr seht, über Q2 komme ich nicht wirklich raus. Die fliegen einfach beschissen über meine Mauer. Ja, jetzt ist gleich der Druide tot. So, okay. Ach, mit einem anderen Spawnpunkt wäre es vielleicht besser gewesen. Ja, bringt mir absolut nichts. Frustrierend.
Ja, es hilft nichts. Ich muss auf alle Fälle mal die Base versetzen, umbauen. Am liebsten hätte ich sie im linken oder im rechten Eck. Aber ich muss es die nächsten Tage machen. Auf alle Fälle 2015. Es ist nicht mehr lange. Morgen ist ja schon der 31. Morgen, glaube ich, werde ich genauso wenig spielen wie die meisten von euch. Ja, okay. So. Aber ich glaube, einen Versuch will ich noch machen. Einen Versuch will ich noch machen. Und dann kann ich euch einen netten Bug zeigen. Der hat was mit der Questtafel zu tun. Aber den zeige ich euch nach diesem Fail. Ja. Es ist einfach heftig, ja. Die Helden sind richtig stark und also nicht meine, sonst wäre ich schon über Q. Ja, okay, meine Helden sind auch stark, aber ich denke mal, es liegt zurzeit an der Base und ich hätte am liebsten den Vlad noch mit dabei im Team statt ein Mino. Aber man kann nicht alles haben, man soll nicht alles haben. Weil hätte ich ihn, dann wäre es keine Herausforderung mehr, irgendwas bei dem Spiel zu schaffen. So, okay. Eventuell schaffe ich jetzt diese Welle auch noch. So, okay. Alles rausgeprobt. Ja, es sind so viele Helden dabei. Also gegnerische, nicht nur meine. Okay. Wenn ich jetzt sage, es sieht gut aus, dann fahren die über mich drüber und das weiß ich. Also, es sieht besser aus als vorher, aber ja, jetzt kommen ein Haufen Ornithopter und somit glaube ich, ist es auch irgendwie gelaufen. So, schauen wir mal. Ja. Und da hier passiert natürlich das, was halt nicht passieren soll. Die kommen von allen Seiten rein und irgendwie ist das total unkoordiniert und so. Oh, okay. Hat mal funktioniert. Mal sehen, was mich jetzt bei 4 und 5 erwartet. Also 5 eventuell sehe ich es, aber ich bin nicht davon überzeugt. Ja, nein. Haufen Drachen, Haufen Helden. Ja, schwierig. Okay. Also es ist möglich, mit diesem Base Design es zu schaffen, aber es ist schwierig. Und der Mino ist jetzt tot und ich glaube wirklich, es liegt an dem Mino. Ich brauche einen guten Heldenersatz statt Mino. Irgendwas richtig Brauchbares. Ja. Aber ich habe leider keinen Ersatz dafür. So, okay, schauen wir mal. Ah, okay. Geht direkt auf meine Helden los. Ganz mies, ganz schlecht. Okay. Ja. Aber es wäre machbar. Okay. Und zwar hier mal kurz zum Bug. Und zwar habe ich hier eine Questtafel, die ich starten kann, obwohl ich diese Quest vielleicht 5 Minuten vorm Starten des Videos beendet habe. Und zwar übers Handy. Ich habe zwei verschiedene Versionen drauf. Und irgendwie überschneiden sich diese und somit
kannst du die Questtafel, oder du kannst sie nicht, es ist einfach so, sie ist einfach buggy. Und dadurch, dass sie buggy ist, kannst du die Quest eben zweimal am Tag machen, aber die Belohnungen behältst du. Das finde ich ganz toll. Und zwar weiß ich es, weil ich es bei meinem Schatz gesehen habe, wo ich vorher einen Haufen verbraucht habe, um meinen Aries auf 7 von 9 zu bringen. Ich könnte jetzt natürlich auch meine Shards einlösen, aber warum sollte ich Shards einlösen, wenn ich nicht mal weiß, was ich mit den Hornabadges mache? Also auf alle Fälle, es gibt eine Möglichkeit, einen Bug auszunutzen. Ich wollte euch nur mal darüber informieren. Wenn ihr eine Info habt, was ich mit meiner Million an Hornas machen soll, schreibt mir bitte, liked das Video, teilt das Video, hinterlasst mir Fragen, was auch immer. Ihr wisst, wie es geht. Das war's für heute. Tschüss.